Moin moin und herzlich willkommen zurück zum Achtelfinalspiel. Deutschland-Dänemark ist sogar wie in echt. Das heißt, wird mal wieder so ein bisschen meine Prediction, so was ich glaube, was es wird. Hoffentlich machen wir es besser als im Schottland-Spiel. Der Rest hat ja eigentlich ganz gut gepasst. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir müssen ja ein bisschen umstellen aufgrund von Verletzung, rote Karte. Deswegen, wir starten mit Füllkrug und dahinter Havertz, denn Groß neben Gündogan und Raum auf der rechten Seite, Rüdiger, den Zentrum. Mittelstädt auf der linken Seite. Ja, mussten also ein bisschen umbauen. Musiala und Wirtz auf der Zehner-Position. Oh, gute erste Möglichkeit. Raum hätte da abziehen können. Die Aufstellung von Dänemark wird, glaube ich, auch gleich unten durchlaufen. Musiala muss dagegen Mele. Uff, gute erste Chance da von den Dänen nach 4 Minuten. Delaney tritt zum Eckball an. Groß. Bolzt die Pille nicht einfach weg, sondern macht das da ganz ruhig von der Zeit her. Ja, die Dänen wollen uns schon im Aufbau stören. Kjær, der Routinier auf jeden Fall. Juhlmand. Bahr, oh, das macht er gut. Bahr auf der rechten Seite. Mittelstädt sieht er nicht so gut aus. Neuer ist da. Havertz auf der Zehnerposition, glaube ich, ist eine gute Sache. Mittelstädt bringt die Pille jetzt gleich mal rein. Und Groß. Abschluss. Schmeichel ist aber da. Havertz, das war nicht gut. Heuberg. Noch zu viele Fehlpässe. Wir wollen zu sehr die Bälle nach vorne spielen. Højlund. Oh, Neuer ist wieder da. Also die gefährlichen Abschlüsse auf jeden Fall nach 20 Minuten von den Dänen. Latte, Kopfball und Nachschuss. Einwurf für die Dänen. Ja, ist natürlich bitter, aber gefährlich. Musiala kriegt den Vorteil. Gefährlich, aber kriegen wir nicht aufs Tor. Ja, die Dänen drücken auf jeden Fall vorne drauf. Schon wieder ein Fehlpass, also viele Fehlpässe.
Halbzeit, Pfiff ist bald da, noch 5 Minuten regulär, beziehungsweise 4 Minuten. Auf der Seite von Wirtz passiert wenig, jetzt kriegt er mal den Ball. Kann er mal gehen, aber ist keiner da. Einwurf, groß. Ah, Gündogan, aber wird abgeblockt. Jetzt nochmal Kontermöglichkeit, Wind. Aber Groß macht das richtig stark. Gute Grätsche da. Nochmal Havertz, Abpfiff, Halbzeit 0 zu 0. Latte, paar Chancen von den Dänen auch. Also es ist ausgeglichen. Enges Spiel. Italien führt 1-0 gegen die Schweiz. Gucken wir uns mal an. 6 zu 4 Schüsse, mehr Ballbesitz, mehr Pässe. Aber Passgenauigkeit ist 84%. Wir gehen rein ohne Wechsel in die zweite Halbzeit. Let's go, weiter geht's. Rigoros von Tar. Ah, Doppelpass hat nicht geklappt. Also die Pässe kommen irgendwie heute nicht richtig an Mann. Florian Wirtz. Das ist 1-0, Fülle! Macht's in der 49. Minute nach Vorlage richtig stark. Und ich glaube, Havertz macht die Vorlage. Steckt er richtig gut durch und dann aus 11 Metern Füllkrug macht das richtig top. Also so kann er das auch gerne machen heute Abend. Das war sehr geil. Der Abschluss ist irgendwie ein bisschen komisch, ein bisschen verkackt. Erstes EM-Tor hier bei uns. 49 Minuten gespielt, 1-0 Deutschland. Oh. Wir werden gleich mal die ersten Wechsel starten. Jetzt Musiala hat sich da gut um den Mann rumgedreht. Und er geht nicht rein. Das ist unglaublich. Den muss er eigentlich machen. Erster Wechsel bei uns. Sané kommt für Wirtz. Wirtz heute ein bisschen blass geblieben. Sané kommt rein. Bei uns ist er im Turnier ja angekommen und macht seine Sache gut. In echt leider noch de facto gar nicht am Start. Sané. Uff, Sané macht das so stark. Da, oh, was für ein wuchtiger Kopfball. Nein, wer hat sich da verletzt? Das ist Tar. Der liegen bleibt. Oh, Schuss von Havertz. Schlotterbeck wird kommen für Tar. Ja, ist natürlich super ärgerlich. Nächste Verletzte. Ja, leider im Aus. Also in der ganzen HSV-Karriere hatten wir nicht so viele Verletzte wie hier in dem, im EM-Modus in 4 Spielen mit Deutschland. Das ist der Wahnsinn. Stark von Füllkrug. Jetzt kann er durchgehen. Jetzt kann er die Pille holen.
Oh, geht daneben. Wir wechseln jetzt nochmal durch. Und Henrichs kommt auf der rechten Seite. Also, leider muss da Sané wieder runtergehen. Das ist natürlich super bitter. Letzten 5 Minuten mit Nachspielzeit. Für Krug. 2:0 Fülle. Let's go. Jetzt ist das Ding durch hier. Hat er reingeschweißt. Füllkrug vorne im Sturm. Ist auf jeden Fall Macht. Guter Pass, ja, gute Ideen machen natürlich jetzt auch hinten auf. Aber muss man auch erstmal so einschweißen, das Ding da. Ich glaube, für Führich ist es auch die Premiere im Turnier. Und jetzt. Ah, nochmal abgeblockt. Da hätte ich Müller vielleicht auf die Reise schicken sollen vorher schon. Abpfiff. Deutschland ist im Viertelfinale. Ich bin gespannt, gegen wen es geht. Aber 21-7 Schüsse, es war nachher denn doch sehr, sehr eindeutig. Und es geht gegen. Ja, wissen wir noch nicht. Spanien oder die Türkei. Danach Tschechien, Kroatien, Frankreich, Slowakei. Auf der anderen Seite England, Belgien, Italien, Schweiz, Niederlande, Portugal. Richtig gute Spiele dabei. Wir schauen mal, gegen wen wir als nächstes spielen müssen. Gegen die Spanier. Und das sieht natürlich ja schon sehr realistisch aus, dass das auch in der Realität so kommen könnte. England verliert 2-3 gegen Belgien. Italien gewinnt, Frankreich gewinnt. Ukraine erhöht, haut Österreich raus und Portugal die Niederlande. Ja, wir sehen uns dann beim Viertelfinalspiel von Deutschland hoffentlich wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal.